Hallo Leute, willkommen zurück zu Minecraft Life in the Woods. Wir haben ja im letzten Mal den letzten Akt dieser Automatisierung hier fertiggestellt. Und jetzt geht es darum, das hier noch so ein bisschen zu verzieren, auf jeden Fall erstmal. Weil man da so krass weit nach unten schauen kann, mache ich auch hier direkt die Steine alle weg. Wo ploppt es jetzt hin? Nach hinten. Ausgerechnet. So, das sieht dann von hier aus ganz cool aus. Da sieht man halt noch ein bisschen was. Und hier ist eh zu. Wobei, ja komm, ist egal. So, machen wir hier unten das noch zu. Und ich müsste jetzt das hier auch... Wie sieht's denn aus? Der Eimer ist leer. Schalte ich an, geht los. Ups. Hä? Und wir hatten doch hier oben noch irgendwo was, wo man was sehen kann, ne? Was man nicht sehen soll. Da hinten. Wobei, ich lasse das jetzt. Ich baue da nichts mehr auf. Ich bin froh, dass das Ding jetzt steht. Also inklusive dem Frischwasser... Automatisierer. Dem Teil hier. Aber hier muss ich auf jeden Fall... Nee, das geht so nicht. Und darunter natürlich auch. Ja, so sieht das schon ganz cool aus. Der macht jetzt fleißig Frischwasser da unten. Und die Frage ist ja, wie kann ich das Kabel nach oben leiten, dass ich das da an- und ausstellen kann. Hey, willst du mir die nicht mal geben? Ich habe doch Platz im Inventar. Dann halt nicht. Ja, jetzt aber. Nö, die backen irgendwie hier rum. So, ist die Frage, wie kriegen wir die Leitung jetzt nach oben? Und wie sieht es hier aus? Warte mal, da sind dann jetzt zwei. Das heißt, hier zwei. Und dann machen wir die Reihe weg und da kommt die Wand rein. Und vielleicht können wir da dann den Schalter irgendwie nach oben legen. Ich will halt das... Na. Da ist jetzt blöderweise das Redstone-Signal. Aber das ist dann... Muss ja eh irgendwie hinter die Mauer. Die Frage ist nur, wie komme ich bis oben hin? Ne? Das wird auch nochmal so ein Akt. Vielleicht sollte ich mich von oben nach unten bauen. Sonst treffe ich das wahrscheinlich eh nie. Ist sie noch aktiviert? Ich deaktiviere die mal. Ups. So. Ah, die Teile verschwinden ja eh irgendwann. Ist jetzt egal. Also, ganz automatisch habe ich es noch nicht hinbekommen. Vielleicht gibt es da irgendwann nochmal einen ganz coolen Tipp. Das können wir auch zubauen wieder. Das muss halt alles manuell da reingepackt werden. Und jetzt regnet das hier. Was soll denn das? Wo ist der Enderman? Ich habe Angst. Ich habe noch nicht mal coole Rüstung hier. Ne? Alles nur so halbes Zeug. So, Frischwasser. Seht ihr jetzt gerade unten rechts? 3×64 plus 53. Also der könnte sogar noch 11. Der ist aber irgendwie nah, oder? Steht er dahinter? Nee. Oben drüber? Da ist er. Da traue ich mich gerade nicht. Bin ich tot? Ist zwar nicht... Aber nee, meine Level. Ich riskiere das auf keinen Fall. Nicht mit denen diese Anzahl an Leveln. Und wir gehen mal schlafen. Schlafen ist gut. Da kann ich mein Mauspad mal wieder richten. Ich weiß nicht, warum das in letzter Zeit sich immer dreht, wenn ich zock. Warum ist das so? Habe ich das sonst anders liegen gehabt? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht bin ich zu sehr nur auf einer Ecke, dass es sich halt immer so dreht. Egal. Ist nicht euer Problem. Löse ich dann irgendwie. So, was hat man denn da noch drin? Kartoffel.
4x1, da kannst du mal rausnehmen. Und dann packt dann da mal Beef Wellington rein. So, dann habe ich schon wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Ich habe auch noch Karotten. Hä? Habe ich die noch nicht gepflanzt? Was soll denn das? Habe ich echt noch keine Karotten? Oder die sind voll? Wer sieht es? Sieht sie als erstes? Wer sieht es, Alter? Ich sehe sie nicht. Wer ganz schnell in den Kommentaren ist, der wird erwähnt im nächsten Video. Wo sind die Karotten? An dieser Wand. Also, ein Schalter. Könnte man hier machen, geht aber nicht, weil ich damit dann auch die Teile aktiviere oder deaktiviere, eventuell. Achso, das ist alles okay, das passt. Ich habe gerade überlegt, was ist denn da noch drin? Ich glaube, diese Wand kommt eh nochmal weg. Deswegen baue ich mich jetzt hier mal nach unten. Oder wenn wir die weiter nach da ziehen, ich meine, wir haben genug Platz bis zur Tür, Treppe meine ich schon. Und hier machen wir dann so Küchen, eine Küchenzeile mit hin. Und ich peile jetzt einfach mal, ja, passt, diese Ecke an. Ich müsste praktisch auf den Dingern landen, genau, auf diesen Teilen. Jetzt ist die Frage, wie weit muss ich dann von diesen, wobei ich die auch verdecken muss. Das müsste gehen, ne? Die sind dann weit genug weg. Das ist jetzt so ein Probieren. Da muss ich halt gucken. Ging das in der 1.7, dass man nach oben bauen konnte mit den Redstone-Signalen? Was haben wir denn hier? Ach, Kies ist das. Ja, auch eine krasse Textur. Nicht so freundlich aus wie der andere. Ist das schon zu weit? Echt? Oh, das ist noch nicht so weit. Ich hoffe, ich habe da nichts kaputt gemacht. Alles klar. Also, hier kommt die Wand hin und da nach unten. Ey, da kommen wir ganz gut sogar. Achso, jetzt hat er das... Jetzt hat er wieder Signal. Oder? Ja, er hat wieder Signal. Dauert halt immer so ein bisschen, bis sie durchgelaufen sind, ist ja auch klar. So, und hier kommt ja die Mauer hin. Wie war das jetzt? Oh, nee, damit geht es nicht. Mussten da Fackeln rein oder reichte... Ich glaube, Fackeln mussten da rein, ne? Ey, du sollst den draufsetzen. Ich weiß nicht, ob es so funktioniert. Okay, das geht auf jeden Fall. Er überträgt das Signal. Das wusste ich echt nicht, ob das in der 1.7 schon ging. Wir müssen aber oben diesen blöden Schalter erstmal hinpacken. Boah, kurz so rübergeschlittert, weil ich gerade mal eben bei meiner OBS-Aufnahme nachgesehen habe, ob alles passt. So, das heißt, wenn der Schalter jetzt da dran ist, das heißt... Ne, wir machen den mal unten dran. Das kann man ja dann hier oben umbauen später alles. Und hier kommt jetzt das rein. Okay, er bekommt ein Signal. Oh. Aber wie ist das jetzt? Ja. Jetzt geht die aus.
Aber ich denke, eher so muss ich es dann machen, oder? Oh, jetzt hör doch mal auf. Du sollst den blöden Schalter drücken. Aber so, dass ich das auch sehe. Ne, so geht es wiederum nicht. Dann müssen wir es da reinbauen. Ist ja egal, ich muss ja eh in diese Richtung. So, jetzt ist die Fackel an. Hallo? Immer noch an. An, aus. Ich habe einfach keinen Platz hier, um vernünftig nachzuschauen, wie ich es jetzt bauen muss. Ich bin eigentlich so richtiger Redstone-Noob. Jetzt kriegt es wahrscheinlich... Okay, Moment. Da sehe ich nur nicht, ob die an oder aus ist, aber hier... Passiert da was, ey? Wie war denn das? Die sind ja dauernd an. Alter, wie lange ist das denn her, wo ich das gebaut habe? Oh, yeah. Oder nur mit Fackeln? Nee. Weil sie ja selber ein Signal rausgibt, ne? Oh Leute, hier brauche ich Hilfe. Vor allem blöd. Und die Mucke geht die Maus. So. Hallo? Also. Aber das funktioniert doch. Oder habe ich mich da unten nur verguckt? Geht doch. Aus. An. Ich glaube, ich setze das oben falsch. Irgendwie mit dem Block. Also der bepowert den Redstone. Und der Redstone bepowert die Fackel. Wenn ich die auf den Block stellen würde, geht es nicht. Weil dann kein nicht mit dem Redstone verbunden ist. Aber wie gehe ich mit dem Signal jetzt nach unten? Ich glaube, das geht so auch nicht. Doch! Nee. Kriegt sie wieder Dauerstrom. Kann das sein, dass die einfach... Ich muss dann einfach mal nachgucken. Ich will das aber nicht gerade jetzt machen. Ist eh gleich durch der Part. Dann machen wir unten jetzt... Oder wir machen hier erstmal das zu. Der Enderman kommt immer näher. Oh. Ich höre ihn schon. Ich guck nicht hin. Ja, ich guck nicht hin. So, dann hätten wir das hier, dann stolper ich auch nicht mehr darüber. Oh, jetzt hätte ich fast hingeguckt. Der ist eh weg. Blöder Enderman. Oder liegt das daran, dass unten kein... Na. Ich hasse die Blöcke. Und die Slimes, ne, wieder. Das müsste jetzt doch theoretisch. Kriegt er da kein Signal durch? Ich bin so ein Noob. Hä, wie war denn das? Egal, muss ich auf jeden Fall nachschauen. Werde ich vielleicht im nächsten Part lösen, eventuell mit eurer Hilfe, oder ich habe dann selber schon mich informiert
Und vielleicht ging das in der 1.7 auch nicht. Wobei, es überträgt es ja, ne? So natürlich nicht. So, die ist aus und die müsste dann an sein. Wenn ich jetzt die oben wegschlage, muss die unten ausgehen, oder? Oder geht das von unten? Nee, bleibt die auch an. Ah, ich mache da irgendwas falsch. Ich hoffe, das geht. Sonst müssen wir den Schalter hier unten hinbauen. Da habe ich keinen Bock, immer runter zu rennen. Aber egal, an der Stelle danke ich euch erstmal fürs Einschalten. Gebt mir einen Tipp, wenn ihr irgendwie wisst, wie es geht. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Tschüss.